Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Maximilianeum. Heute geht es um die Frage von Thomas aus Fürth. Der Thomas hat im Fernsehen verfolgt, dass wir im Bayerischen Landtag über Solidarität während des Lockdown 2, Solidarität in der Corona-Krise diskutiert haben und stellt mir jetzt die Frage, wie verhält sich euer, so schreibt er, das Gerede über Solidarität denn zu dem, was in Leipzig passiert und zum Verhalten einiger Rechtspopulisten in der deutschen Politik? Ja, lieber Thomas, das ist eine Frage, die auch mich sehr beschäftigt, mich auch in meiner Rede in dieser Parlamentsdebatte, die du ansprichst, beschäftigt hat. Und deshalb nutze ich die Gelegenheit, um vielleicht ein bisschen auszuholen. In der Tat ist es so, dass diese Corona-Krise die größte Herausforderung der Nachkriegszeit in unserer gemeinsamen Heimat ist. Und das ist deshalb so, weil diese Krise zwei Spezifika hat. Zum einen betrifft sie, anders als andere Krisen in der Vergangenheit, uns ausnahmslos alle und unmittelbar. Es ist nicht wie bei der Asylkrise, dass sie eine bestimmte Bevölkerungsgruppe trifft und die anderen weniger. Es ist nicht wie bei der Weltfinanzkrise, dass sie besonders die Reichen oder die Armen trifft. Nein, Corona trifft uns alle gleichermaßen. Niemand kann sich Corona entziehen. Das ist das eine Spezifikum. Und das andere Spezifikum besteht darin, dass auch niemand alleine in der Lage ist, sich Corona zu widersetzen, dieses Corona-Problem zu lösen. Ganz im Gegenteil, es geht nur gemeinsam. Es geht nur, wenn alle mitmachen, wenn alle sich an die Regeln, Abstand, Maske und alles, was da vorgegeben worden ist, zur Eindämmung der Pandemie halten. Mit anderen Worten gesprochen, ja, wir brauchen genau diese Solidarität. Solidarität bedeutet ja, gemeinsam die Reihen schließen zugunsten eines gemeinsamen Ziels. Wir sind, so habe ich es im Landtag formuliert, jetzt alle ein Stück weit ein Team Bayern, das diesem Virus gegenübersteht und das gemeinsam und solidarisch handeln muss, sodass wir gut durch diese Krise kommen. Und was da geleistet wird in Bayern, das ist ja wirklich mehr als stolzmachend und mehr als Dankbarkeit hervorrufend. Denn wenn man an all die Teilbereiche unserer Gesellschaft denkt, in denen hunderttausende Menschen derzeit täglich verdammt viel mehr tun als ihre Pflicht, beispielsweise in den Krankenhäusern, die Pfleger, die Ärzte, aber auch im öffentlichen Leben, von jedem Einzelnen durch das Maskentragen, durch das Einschränkungen hinnehmen, durch das Kontakte reduzieren. Wenn man an die Wirtschaft denkt, wo gigantische Wirtschaftshilfen dafür sorgen, dass die einen durchkommen, während sie eine Zeit schließen müssen, während die ja nur solidarisch schließen, damit andere weiter offen haben können und dass die Zahlen wieder sinken, dass also beispielsweise die Schulen offen sein können, dann glaube ich, ist das, was derzeit in unserem Land stattfindet, mithin der größte Solidaritätsbeweis, der je stattgefunden hat. Und das ist was, wo wir allesamt dankbar dafür sein können auf der einen Seite, aber ich meine schon auch ein bisschen stolz drauf sein dürfen. Und genau deshalb ist es wichtig, diese Mehrheitsmeinung unserer Gesellschaft, das was nach Umfragen 70-80% der Menschen in Bayern teilen und für den richtigen Weg halten, auch zu verteidigen gegenüber einer Minderheit, die aber sehr laut ist und die sich so benimmt wie die Demonstrantinnen und Demonstranten in Leipzig oder sich so benimmt wie die AfD hier im Bayerischen Landtag. Ich glaube wirklich, und so habe ich es auch im Parlament gesagt, dass falsch verstandene Toleranz an der Stelle, dass ein falsch wahrgenommenes Demokratieverständnis uns keinen Jota weiterbringt, ganz im Gegenteil. Gerade weil wir es schaffen, als Gesellschaft solidarisch zu sein über alle Grenzen, die es da sonst gibt, hinweg. Gerade weil wir als Bayern zusammenstehen und gemeinsam diese Pandemie, ja, ihr den Kampf ansagen, ihr die Stirn bieten, deshalb haben wir auch das Recht. Nein, es gibt sogar die Notwendigkeit, dass wir denjenigen, die sich diesem Konsens entziehen, die die eigene Schere an das Netz, das uns alle trägt, anlegen, sehr deutlich sagen, dass sie die Minderheit sind und dass wir die Erwartungshaltung haben, dass auch sie mitmachen in der gemeinsamen Bewältigung dieser Pandemie. Mit anderen Worten formuliert, Demokratie bedeutet nicht, dass die überwältigende Mehrheit der Menschen, die mitmacht, sich von einer kleinen, aber lauten Minderheit auf der Nase herumtanzen lassen muss. Und Meinungsfreiheit bedeutet auch nicht, dass in einer Demokratie irgendjemand das Recht hätte, selbst individuell eigenverantwortlich die Schere an dem Netz, das wir alle miteinander spinnen, gegen diese Pandemie anzusetzen. Also ganz klare Botschaft an die Demonstranten aus Leipzig. Demonstrationsrecht absolut in Ordnung. Aber auch Demonstranten müssen sich an Regeln halten, müssen die geltenden Vorgaben zu Maske und Abstand einhalten. Und wer das nicht tut, der darf keine Toleranz von einer Mehrheitsgesellschaft erwarten. Diese Minderheit ist nicht das Volk. Wir, die 70, die 80% der Menschen,
die mitmachen. Wir sind die Mehrheitsgesellschaft, wir sind das Volk. Und ganz klare Ansage auch an die AfD in Bayern, die sich neben diesem gesellschaftlichen Konsens, der übrigens über alle Parteigrenzen hinweg gefunden worden ist, über alle Bundesländer hinweg gefunden worden ist, wer sich neben diesem Kompromiss stellt, der artikuliert eine Minderheitsmeinung, der ist nicht der Staat und der ist schon gar kein Patriot. Nein, im Gegenteil, der ist ein politischer Rattenfänger, der versucht, Stimmungsmache zu betreiben gegen die Überzeugung der großen Mehrheit und zu Lasten der eigenen Bevölkerung. Er ist sozusagen ein Antipatriot. Deshalb also ganz klare Botschaft, habe sie in der Plenarsitzung schon ausgesendet und sage es in Frag Fabian gerne nochmal. Keine falsch verstandene Toleranz gegenüber lauten Minderheiten. Demokratie heißt nicht, dass man sich nicht an Regeln halten muss. Meinungsfreiheit heißt nicht, dass man das Recht hat, als Einzelner gegen einen gesellschaftlichen Konsens zu agieren. Vielmehr sollten wir alle auch das Selbstbewusstsein haben, wir diejenigen, die mitmachen, die gemeinsam dafür sorgen, dass unsere Heimat gut durch diese Krise kommt. Die anderen, die das nicht wollen, weil sie es nicht verstanden haben oder nicht verstehen wollen oder politischen Profit draus schlagen wollen, in die Pflicht zu nehmen, auch mitzumachen, mindestens aber sich an die allgemeinen verbindlichen Regeln zu halten. So viel zu deiner Frage, lieber Thomas. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann immer her damit, postet sie unten in den Kommentaren und dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn es wieder heißt, Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.